Hallo, wir sind heute im Wildpark Erzgebirge und wollen mal gucken, welche Tiere es da gibt und was die alles so fressen. Dann, let's go! Hier haben wir schon mal die Öffnungszeiten und die Preise. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Hier haben wir schon mal eine Karte. Und dann gucken wir mal. Da gibt es auch das Futter. Es kostet 50 Cent pro Person. Und dann gucken wir mal das erste Tier an. Ach, da ist eins. Etwas Weißes. Da gehen wir mal kurz rum. Und gucken mal. Das ist ein Zwergkaninchen. Löwenkopf. Röhnfärbig. Dann zeigen wir die Nummer von nah. Da ist eins. Im Käfig ist glaub keins. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier für die Kleinen so einen Bagger mit solchen Bällen, die man so schaufeln kann. Das finde ich auch sehr cool, weil wenn man so Langeweile hat ein bisschen, dass man das auch machen kann. Und dann haben wir hier auch gleich das nächste. Ich glaube, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich sehe auch gerade nichts. Gut, das ist der Goldfisch. Das ist ein Goldfisch. Gucken wir mal, ob wir einen finden. Ich glaube nicht, dass hier ein Fisch drin ist. Nee, ich glaube auch nicht. Dann gehen wir weiter. Hast du schon gezeigt, dass wir total schöner Fluss hier neben da sind? Achso, nee. Hier ist auch so ein kleiner Fluss. Dann gehen wir weiter zu den Vögeln. Das sind mehrere Vögel. Hier haben wir einmal drin den Wellensittich. Dann haben wir drin den... Ach du Heilige. Nimpensitsch und den Jagdfasan. Dann gucke ich mal, ob wir alle Vögel finden. Da sind die Wellensittiche. Da ist einer. In der Ecke. Da gehen wir mal kurz hier rum. Da sitzt einer. Und da ist einer. Die haben auch so einen sehr langen Schwanz. Oder ist das eigentlich ein Schwanz? Ich weiß gar nicht.
Und da hinten in der Ecke sitzt auch noch mal einer. Das sieht man durch den Käfig, glaube ich, nicht so gut. Da hinten in der Ecke. Dann gehen wir weiter und haben hier einen sehr großen Spielplatz. Auch mit solchen Kletterdingern, mit solchen Kletterstangen und so. Und haben hier, glaube ich, auch was drin. Oder? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, hier ist nichts drin. Wir gehen mal hier vorne lang. Und dann gehen wir mal hier weiter zu unserem geheimnisvollen Käfig. Ob da jetzt was drin ist. Ich glaube aber, da ist nichts drin. Hast du schon ein Tier gesehen? Ja, mit der Nasenbär. Hier ist der Nasenbär drin. Da gucken wir nochmal hier an die Anzeigetafel. Und dann gehen wir weiter. So, dann gibt es hier Pfeile. Dann gehen wir jetzt zu den Erdmenschen. Ich glaube aber, wir sind noch nicht ganz bei den Erdmenschen. Warte, musst du hier filmen? Und da? Da blendet das nicht so. Siehst du jetzt? Da unten der Schwanz und da der Körper. Ja. Ach, hier haben sie auch einen Streichelzoo. Gucken wir noch mal kurz, was da drin ist in dem Streichelzoo. Das sind Zwergziegen. Boah, Ziegenkampf. Da ist einmal etwas Kleinziege. Da sind solche Babyziegen. Ich glaube, die darf man noch nicht anfassen, weil die noch so klein sind. Hallo, ihr kleinen Ziegen. Da ist auch so eine Mini-Ziege. Eine ganz kleine. Versuchen mal, die zu füttern. Hui, du kleine Ziege. Die finden das Essen nicht. Gucken wir mal bei der Großen, ob die Hunger hat. Komm mal hier. Hast du Hunger? Nee, hast du nicht. Das ist ja ganz lässig. Willst du was essen? Hey, ich glaube, die mögen kein Essen. Komm hier. Hallo. Hallo, komm hier. Guck mal. Was tut das für dich? Ja, ist meine Gute.
das ist, glaube ich, die einzigste, die hier was ist. Aber auch im Schneckentempo. Bibi, ja, kannst du denn? Jetzt will dir auch was. Ja, du bist eine Gute. Hey, nicht so. Du bist eine Gute. Das ist ja eine Gartenschläge. Die ist ja Garten. Dann haben die hier noch so wie so ein Kletterparcours. Da geschätzt mal für die Ziegen. Da können die vielleicht hier hochspringen, wenn die das schaffen. Und raus wieder. So. Dann haben wir hier. Hier kann man das Futter holen. Hier konnte man das Futter holen. Hier, das hat mal 20 Cent gekostet. Jetzt kostet es 50 Cent. Und hier sind auch die Regeln für den Streichelzoo. Tiere nicht jagen, Tiere nicht hochheben, Tiere nicht alles verfüttern, sondern nur das Futter aus dem Futterautomaten geben. Also geben stand jetzt nicht dran, aber geben ist halt das Schlusswort eigentlich. Hier kann man auch die leeren Becher, diese Futterbecher, was heißt abgeben, aber was heißt eigentlich abgeben? Die kann man einfach nur hier reintun, damit man die nicht die ganze Zeit tragen muss und in den Müll schmeißen muss. Ja. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den asiatischen Zwergotter. Hier haben die auch nur so einen kleinen Außenbereich. Ich habe mir auch schon gedacht, dass die eigentlich im Wasser schwimmen, weil die auch so nass aussehen. Und jetzt kommen die aber zum Schild und damit zu den Erdmenschen. Die heißen auch normale Erdmenschen und nicht irgendwie anders. Zeigen wir nochmal hier. Und hier draußen sehen wir noch keins. Ich guck mal. Ach, wir können hier auch hier unten rauslaufen. Da unten ist er. Aber bei dem Schlamm, der da drin ist, wird da keins drin sein. Und ich glaube, hier ist. Doch, da läuft eins. Da läuft ein kleines Erdmännchen. Ich glaube, das sieht man nicht so gut. Wo? Das spiegelt halt sehr. Ist hier drüben noch ein Fenster? Ne, ich glaube, hier drüben ist kein Fenster. Ne. Ne. Dann war es das auch schon von den Erdmännchen. Jetzt gehen beide dahin und graben einen Tunnel. Und dann würde ich auch sagen, weiter geht's. Hierhin. Hier haben wir. Crescent Schaf. Und da hinten sind welche. Da dieser kleine schwarze Fleck. Ich gehe noch mal hier hin. Bestimmt sieht man das von hier besser. Da hinten in der Ecke. Mehr solcher Tiere sehe ich eigentlich nicht. Und dann gehen wir auch gleich weiter zu dem Emu.
oben. Oh, ist ein Hamburger. Zwei Hamburger. Hä? Hamburger? Warte. Da hinten läuft ein Emu. Schau, das sieht man da hinten. Diesen großen Strauß, sage ich jetzt mal. Dann haben wir jetzt alle gesagt, das Erdmännchen ist draußen. Das Erdmännchen ist draußen. Alle Erdmännchen sind draußen. Ja. Yay, ich hab's! Yay, Chicken Nuggets! Mhm. Lecker finden die das. Chicken Nuggets. Nur Hund frittiert. Das sind dann eher Chicken Wings. Alle kriegen ihre Enten. Mit den Küken. Ja, ich bin besonders krass. Ja, schön, dass einen Fuß abgedrückt hat. Ja, Fuß abgedrückt. Ja. Da kannst du mir noch mal deine Hamburger zeigen. Nee, das sind halt Kühe. Der Rundweg da oben ist aber geschlossen, wir müssen hier unten lang. Ach so, der Rundweg ist geschlossen. Start schon, der ist geöffnet. Das müssen wir vor dem Streichelzoo dann lang. Gucken wir mal kurz, ob eins draußen ist. Ein Zwergotter. Ne, keiner draußen. Hier drin ist auch keins mehr. Haben sie sich bestimmt zurückgezogen. Dann wollten wir hier, glaube ich, lang. Und hier haben wir auch schon das nächste Tier. Oh. Das sind Minischweine. Hallo. Hallo. Vorsicht, wir beißen. Die sind total fies. Die sehen total niedlich aus und dann beißen sie dir einen Finger ab. Bösen Zwergkaninchen. Böse Zwerg-Mini-Schweine. Ihr habt schon Mandarinschalen. Das wollte noch mehr. Joa. Könnte man machen. Dann haben wir da ein Känguru. Känguru ohne Vorderarme. Ah. Ah.
Muss ich hier hin, ja. Hallo Känguru. Guck mal in die Kamera. Es hat so ganz mini Vorderbeine und ganz große Hinterbeine. Fängt bestimmt gleich an mit Boxen. Und die gehen noch ganz langsam. Ich finde, das ist noch, guck mal, ein Albino-Känguru. Was? Känguru? Albino. Ach so, ein weißes. Da hinten liegt auch noch eins. Stimmt. Da hinten ist auch noch eins. Da in der Ecke. Die haben dann den Eingang von ihrer Hütte. Ich weiß gar nicht, ob die Kängurus ihr Schild haben. Da oben ist das Schild. Oh. Müssen wir nur kurz hingehen. Nee, das sind keine normalen. Das sind Bennett-Känguru. Das ist ein Bennett-Känguru. Und was denkst du, wo der herkommt? Keine Ahnung. Südeuropa oder Afrika? Australien. Ja. Darf man hier oben weitergehen? Ja, wenn du den Front weg kann. So. Wir machen halt gerade die Baumfellarbeit. Hm. Da gehen wir hier lang. Kann natürlich auch sein, dass halt die Bäume durch den Strom umgekippt sind und deswegen alles kaputt gemacht haben. Das kann nicht. Für mich eher so aus. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß auch gar nicht, wo es jetzt lang geht. Ja. Also hier sind noch Mäuse. Ach, Hausmäuse. Hier sind die Hausmäuse. Gucken wir mal, ob wir welche erkennen. Da unten sind ja welche. Das sind Hausmäuse. Also ich habe noch nie solche Hausmäuse gesehen. Also manche von denen. Weil manche sind doch richtig groß. Und solche habe ich auch noch nicht als Hausmäuse gesehen. Da oben sind, glaube ich, die Babys. Oder das ist das Futter. Aber ich glaube, das sind die Babys von denen. Weil die auch so klein sind und sich bewegen noch. Und sich noch bewegen. So. Dann glaube ich, war es das auch schon. Hier gibt es auch noch so ein Automaten. Nee, das ist kein Automat. Das ist halt so ein Geldkreisel, sage ich mal. Da legt man das Geld hier rein und dann kreiselt das halt und dann fällt es da in die Mitte und das Loch rein
Und dann spendet man halt was für die Tiere. Ich weiß nicht. Ach, guck mal, da ist eine Gaststätte. Wo? Was? Ah, da. So ein ach, da. Guck mal, da. Alex und Dirk. So hier ist eine Gaststätte oder ein Imbiss. Man kann ja erstmal Pause machen. Was? Man kann ja erstmal Pause machen. Hm. Ich will ja gleich nochmal zeigen. Warte, mach mal das mal kurz. Ach, drin. Das ist von innen. Sagt, ihr könnt ja noch ein bisschen warmen Tee trinken. Öffnungszeiten standen, glaube ich, nur hier. Aber das erkennt man auch nicht so gut. 11 bis 15 Montag bis Freitag. Und Samstag und Sonntag 10 bis 15. Mhm. Ach, da haben wir hier auch noch ein bisschen. Der Mann hat gesagt, wir können hier aus dem Tor rausgehen und dann links und dann immer geradeaus und dann kommt man wohl dazu. Ja, wir müssen jetzt hier raus und da hoch und dann da oben links wahrscheinlich wieder raus. Ach da, der kommt sogar raus, welche raus. Hier geht es dann, glaube ich, wieder rein. Ente, 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 Ente. Wo ist eine Ente? Wo? Rechts. Wo? Wie viele Ente sind 2 Euro? Da sind Enten. Nein, noch nicht chinesische Enten. Ente sind 2 Euro. Und dann gehen wir hier weiter. Bitte Tür schließen. Oh, machen wir. Mein Guter. Kacke, Kacke, ne? Dann haben wir hier wieder mehrere. Hier in dem Käfig. Sieht man, glaube ich, schon, was das ist, da hinten. Da haben wir ein V. Hier drin haben wir ein federfüßiges Zwerghuhn. Und dann haben wir auch ein Mann. Mandarinente. Die Mandarinente. Die sehen schön aus. Guck die mal hier in echt. Ja, oder? Jetzt kommt sie angesprochen, die Mandarinente. Die sehen irgendwie voll so still aus. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. So voll gerade. Mhm. Und die bewegen sich. So sehen sie bestimmt aus. Das sieht aber so glatt aus. Hm. Sieht richtig glatt aus. Das sieht glatter aus als der Drache. Ach, jetzt. Jetzt geht's einfach. Kommt ihr? Ich geh schon mal weiter. Ja. Hier gibt es so einen kleinen Bach. Oh. Oh, cool. Oh. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Da hinten ist auch so ein kleiner Wasserfall. Und da gehen wir jetzt mal hier weiter. Ich glaube, da ist nur ein längerer Weg. Dann gehen wir natürlich den kürzeren Weg.
denn? Ach, da oben kommen. Da hinten hinterm Haus ist es. Ja, da hinten, like. Waldohreule. Eigentlich wie ein Esel. Und das sind eigentlich auch Schneeeulen. Pass auf. Guck, da ist er. Und das sind Schneeeulen eigentlich. Und das ist ein Kauz. Kauz. Das ist ein Bartkauz. Und das ist eine Schneeeule. Und hier ist eine Schneeeule. Ich liebe Lüchse. Ah, und Lüchse. Ja, ich hab jetzt einen Luchsbein. Luchsen? Luchsbike ist aber auch sehr viel. Hier sind Luchsbike ist sehr selten. Und Luchse sind auch selten. Du willst einen Pinsel an den Ohren? Ja. Was ist das für ein Tier? Das sind Esel. Nein, du zum Beispiel. Ein Esel. Und hier haben wir auch noch mal das Luchsschild. Oh, wie niedlich da ist. Die Luchse sehen eigentlich aus wie Katzen. Ich glaube, die Luchse gehören ja auch zu dem zu den Arten der Katzen. Deswegen sehen die auch bestimmt so aus. Ich glaube nicht, dass das so naturgetreu ist. Und hier ist so nochmal das Eselschild. Das sind auch normale Esel und nicht irgendwie Bartesel oder so. Wie der Kopf einfach vergrößert ist. Ich hoffe nicht, dass der mir alles rausfrisst. nicht alles kriegst du. Au. Du guter Esel. Ja, bitte Teufel. Du hast gematscht. Lukas, da hinten sind Waschbären. Waschbären, was? Wirklich? Waschbären, ja. Ja, das ist ein Waschbären. Aber ich habe leider keinen gesehen. Da gucken wir noch mal bei den Waschbären, ob man hier einen sieht. Lukas, nee, lass das. Im Käfig ist auch keiner. Da oben. Habt ihr? Da oben. Wo? Hier. Ach, da. Guck mal, die sind alle auf dem Boden. Ich dachte, die können nur hier drauf klettern. Boah, voll in die Sonne klettern die. Da oben auf dem Baum. Da sind die. Ganz oben. Da sind auch solche niedrigen, die etwas niedrigen. Und dann geht's hier oben weiter. Hier sind die Bienen. Die Welt der Bienen.
Dann gehen wir hier oben weiter. Dann haben wir hier auch noch welche. Ich glaube, die hatten wir schon. Deswegen ist hier auch kein Schild. Was soll ich da machen, Mann? Sind auch solche Holzfässer oder was ist das? Also Holzstämme auf jeden Fall. Aber kann man damit Musik machen oder was ist das denn? Ich glaube, das ist für Musik. Dann haben wir hier auch wie so einen kleinen Sandkasten. Und hier auch so eine kleine Schaukel, wie so eine Kutsche. Und dann gehen wir hier oben weiter. Hier ist noch so eine kleine Wippe. Und hier sind dann schon die nächsten Tiere. Das sind, glaube ich, Schweine. Aber ich glaube, da kommt man nur von da hinten. Nee, das geht doch hier rum. Oder? Ah, nee. Hier haben wir noch so eine kleine Ballonstange und Fuchs. Ich glaube, das ist der Rotfuchs. Der ist niedlich. Da hinten. Gehen wir mal hier lang. Guck mal, der schläft wie Kira. Der schläft wirklich wie Kira. Übrigens als Aufklärung, Kira ist unser kleiner Hund. Und dann haben wir hier, wie ich gesagt habe, die Schweine. Und das sind die Wildschweine, die alles vernichten. Wie die aussehen. Ja. Wie heißt das weibliche Wildschwein? Frau Wildschwein. Und ich weiß auch, die wälzen sich nur im Schlamm, damit die keinen Sonnenbrand bekommen. Okay. Das machen die ja eigentlich nicht mit Absicht. Deswegen machen die das halt, weil keine Sonne ist. Das machen die manchmal zum Abkühlen, aber meistens, damit die keinen Sonnenbrand bekommen. Die haben auch so eine, dreckige Schnauze. Jedes. So eine richtig schwarze. Ja. Wenn man auch mal die Käfig anguckt, den kann man, glaube ich, nicht säubern. Also richtig säubern.
Und noch solche Baby-Wildschweine. Und die haben nicht so solche Marken, weil es gibt ja auch, das ist meistens bei den Hühnern, die haben ja immer so eine Marke am Ohr oder am Bein. Das ist ja meistens so. Und hier kommen wir auch schon zu unserem nächsten Tier heute. Nämlich ein Falabella Mini-Pferd. Also sozusagen ein Pony. So, hier ist was Schlamm, aber wir gehen hier mal trotzdem hin. Ich glaube aber, hier sieht man nichts. Ja. Hier auf der Weide vielleicht. Da ist eins. Hallo, Pony. Oh. Da ist ein Mini-Pony. Was heißt Mini-Pony? Also ein Pony ist eigentlich immer Mini. Oh, da ist ja noch ein kleines. Da ist noch ein kleines. Ja, hallo Mini-Pony. Ja, hallo. Darf man das streicheln? Ich habe es nicht am Schild gelesen. Oder gab es überhaupt ein Schild? Dann gehen wir hier weiter. Hier ist so eine kleine Hängematte. Also hier ist ja dieser Bach. Und der führt halt da durch diesen Schacht. Und hier ist dann halt dieser Wasserfall, dann wo das Schild dann so durchgeht. Und hier ist auch so ein kleines Loch. Das ist wie so eine Spritze. Mal gucken, ob wir hier was schon sehen. Na, ist jetzt noch nicht. Das ist sogar eine Katze. Eine Wildkatze. Eine Wildkatze. Wo ist denn die? Wildkatze. Irgendwo muss die ja sein. Weiß-schwarz ist die. Das ist doch Waldoreule, oder? Nee, das ist wieder ein Steinkauz. Hier weiter. Hier sind Bäume umgefallen. Viele Birken. Das Große sieht aus wie ein Rentier. Und die anderen sehen eigentlich aus wie Hirsche. Ein Rentier hat doch so ein Fell an dem Geweih. Ah. Gehen wir mal.
hier durch den Durchgang. Nee, das ist doch Rotwild. Naja, das ist so alles. Und dann sind hier, das sind glaube ich Ziegenböcke, oder? So ein Ziegenbock? Könnte sein, ja. Ja, hallo, ich hab Lust auf. Du wolltest doch gerade Schokolade. Komm her, ich krieg die. Weil de, da auch so ein großer mit diesem Geweih ist. Hier ist das Alpaka. Da an der Ecke. Alpaka. Da, in der Ecke. Da. Hallo Alpaka. Zum Glück ein Lama. Ja. Alpakas, die können aber auch spucken. Wirklich? Ja, aber die spucken sich nur gegenseitig an. Also die spucken keine Menschen an? Nee. Nee. Also außer du kommst dazwischen, aber ansonsten spucken die sich nur gegenseitig an. Hm. Oh, Alpaka. Lecker. Alpakas machen ganz gut Kaka. Nicht füttern. Hallo? Ja, hallo? Gibt's ja viel mit dem. Lass mir den Hals noch ein bisschen ein. Ich guck mal, was ihr seid. Das sind. Das ist einmal ein Mufflon und einmal ein Dammwild. Was? Mufflon. Mufflon und Dammwild. Ja. Das sind das ist ein Mufflot. Und das ist ein Dammwild. Mit dem großen Geweih. Hier sind die. Ist der Alpensteinbock. Die Staumauer hoch, ne? Hm. Da rumlecken an der Mauer. In die Salzbrücke. Hm. Der sieht aus wie ein Alpensteinbock. Die anderen sind es bestimmt auch, aber der sieht halt aus wie der hier. Ja. Richtig. Ja. Da. Hm. Wie das so ist. Hui. Ja. Das sieht ja eine rüber essen und der andere fängt immer wieder an. Warte, warte. Warte. Hallo. Das bin ich und das bist du. Ja. Die streiten. Da habe ich ein bisschen Futter. Da habe ich mal ein bisschen da, Futter. Ich hab das restliche Futter. Oh. 7 Packen Mädchen. Ja. Der Chef. Nee, ich würde dem Chef nicht geben. Ja, schalt mal der kurz. Chef ist ganz. Au. Ich hab nur vier. Kriegst du es? Super. Der hat schon kaputt gemacht. Warte, ruhig. Ja, die Krümel musst du wegtun. Dass das nicht so weh tut. Geh ich immer. So. Oh, halt dir weg, die Zeit, Rudi. Rudi, chill mal. Wow, chill! Oh. Chill, Rudi! Wow, Marcel, hau mir! Ich hatte nichts. So, okay, jetzt hab ich doch ein bisschen Angst. Hallo? Hast du Hunger?
Ja, die hat auf jeden Fall Hunger. Da glaube ich, gehen wir jetzt wieder zum Ausgang. Ja. Also bis jetzt, was heißt bis jetzt, hier steht ja auch schon Ausgang. Ich glaube, wir gehen jetzt auch schon zum Ausgang. Also ich finde den Wildpark sehr cool. Mir fehlt halt nur so ein bisschen die Karten. Also dass da so eine Karte ist an jedem Ort und dass da solche Karten aufgestellt sind, solche Pfeiler. Und dann da so ein Punkt drauf ist oder so ein kleiner Mensch, wo wir dann halt sind. Das fehlt mir noch ein bisschen. Aber ansonsten finde ich den Wildpark eigentlich ganz cool. Mit dem Fluss dann auch noch. Und die haben auch sehr viele verschiedene Tiere. Und für mich hat es sich gelohnt. Es ist zwar eine ganz schön große Runde, das sieht man auch, wenn man, das sieht man auch an der Laufzeit, weil das sind ja über eine Stunde, die ich jetzt gefilmt habe. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde euch den Wildpark empfehlen. Wer jetzt nicht hier in der Nähe wohnt, der muss nicht unbedingt hier hin. Aber wir sind halt gerade im Urlaub. Da sind wir halt ganz nah an dem Wildpark. Und da haben wir den gleich mal gemacht. Dürfen wir hier raus? Okay. Dann gehen wir hier raus. So. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Hier sehen wir auch keine Tiere mehr. Hier in dem Bereich da hinten. So. Da haben wir ja auch alles gemacht. Da sind die Tore auch schon zu. Wir machen das aber ordnungsgemäß und gehen dann auch nochmal durch den richtigen Ausgang. Gehen wir hier rein und dann durch dieses blaue Gitter. So. So, gehen wir hier lang. Hier ist der Ausgang. Gucken wir hier nochmal. Das hier habe ich noch nicht gesehen. Hier ist der Weißbuschel. Buschel, Äffchen. Das Weiß, Weißbuscheläffchen. Oh, sind die niedlich. Hallo? Ich dachte, ihr seid groß, aber du bist ja so klein. Wie die so guckt, immer so versetzt, wie so ein Roboter. Dann gibt's ich glaube auch nichts mehr. Hier gehen wir dann jetzt
durch den Ausgang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte dem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich auch sagen, tschüss!